Diese Schreine gibt es auch mit Erfahrung. Das ist auch sehr interessant. Wenn man hier normalerweise so schießen würde, dann wäre das richtig Hammer. Dann noch mit mehr Erfahrung. Hä, warum haue ich denn durch die durch hier? Wir machen zwar Durchschlagschaden, aber dass wir durch den Gegner schießen und der keinen Schaden erhält, das ist ja auch ein bisschen blöd. So. Wir haben einen blauen Gegenstand gefunden. Yeah! Wir können ihn aber nicht tragen. Nein! Und zwar fehlt es uns an Spielerstufe und an Stärke. Ja, Stärke müssen wir eh noch ein bisschen nachskillen. Wir brauchen 133 Stärke dafür. So, ich glaube, 150 braucht man so oder so. Sollte man auf Tasche mindestens haben. Um alle Rüstung, die ein Bogenschütze zu tragen hat, auch tragen kann. Auch wenn Dingsbums Stärke nichts wirklich für einen Bogenschützen bringt. Denn Stärke ermöglicht einem bloß mehr Damage zu machen im Nahkampf und nicht im Fernkampf. So, okay, dann können wir da runtergehen. Jetzt gehen wir aber noch mal kurz zurück und schauen, ob wir da vielleicht noch eine Quest haben. Es ist schon eine Weile her, als ich das Spiel das letzte Mal durchgespielt habe. Okay, durchgespielt. Also, ich habe schon am Anfang, glaube ich, gesagt gehabt, dass es ein unendliches Spiel ist. Wie Diablo. Man kann zwar den Endgegner besiegen, aber man kann ihn immer wieder besiegen. Das ist das Schöne. Und seine Ausrüstung verbessern und man kann immer weiter leveln. Es gibt kein High-End-Level. Man kann, mit anderen Worten, man kann irgendwann mal alles lernen, aber später steigt man nicht so mehr die Stufen auf. Da braucht man dann 300 Millionen Erfahrungspunkte. Ich kann ja mal hier kurz reinklicken hier unten. 31.865 Erfahrungspunkte haben wir jetzt gerade eben. Erfahrung bis zur nächsten Stufe sind 4.415. Benötigen wir noch für den nächsten Level ab. Und als ob ich dich gesagt hätte, hier ist noch eine Ich Quest. weiß, dass es hier gefährlich ist, aber ich kann nicht nach Hause gehen. Meine Tochter sollte eigentlich heiraten, doch leider ist ihre Mitgift, eine goldene Halskette, jetzt im Besitz einiger wahnsinniger Dämonen, die meinen Wagen zerschlagen haben und abgehauen sind. Okay. Das klingt auch nach uns, dass wir genau die Richtigen sind, um dieses Problem zu lösen. Das kriegen wir hin, Freunde. Da bin ich guter Dinge. Oh ja, das ist so ein Naturmagier, der seine Freunde immer die ganze Zeit mit hochheilt. Aber das ist mir nichts, denn dann bräuchte man Mana hochgeskillt und so weiter und so fort. Und das ist nicht so schön. Das ist wirklich gar nicht so schön. Man kann es machen. Ich bin nicht so der Magier in diesem Spiel. Da ziehe ich meinen Hut vor den Leuten, die das gut spielen können. Aber ich fühle mich irgendwie heimischer mit dem Bogenschützen. Erst recht, weil ich da immer noch dieses hämische Gekicher hatte, im Hinterkopf habe von meinen Kumpels, mit denen ich das Spiel gezockt habe, die gesagt haben, Bogenschütze, total lame das Ding. Und dann mit ihrem Pyromagier da irgendwelche Feuerkugeln gehauen haben und die Gegner nur so weggeflogen sind. Aber dann habe ich die relativ schnell wieder aufgeholt gehabt und da haben sie blöd geguckt, wie ich dann, ja, die Titanen solo lege ohne Probleme. Weil da haben sie mich echt unterschätzt gehabt. Deswegen. Das ist so eine Sache, das muss man alles für sich selber erstmal rausfinden, welche Klasse einem wirklich liegt. Welche Kombination, weil man hat ja. Oh, hier. Dämonen!
man hat ja nicht nur die Möglichkeit, eine Meisterschaft auszuwählen, man hat ja wirklich diverse Möglichkeiten. Man hat ja so viele Kombinationsmöglichkeiten, das ist unglaublich. Man kann sich zwei Meisterschaften zwar nur aussuchen, aber man kann Traum mit Jagd kombinieren, Kriegskunst mit Traum, Kriegskunst mit Verteidigung, man kann alles miteinander kombinieren. Und das harmoniert auch alles irgendwie miteinander. Das glaubt man gar nicht. Also irgendwie findet man da immer Parallelen. Das ist echt von den Programmierern richtig gut balanciert worden, muss man sagen. Zwar gibt es immer irgendwelche Kombinationen, welche besonders stark miteinander wirken. So scheint es mir nämlich auch bei Gauner und bei Jagd. Aber naja, ihr könnt natürlich auch Traum und Jagd zusammennehmen oder Eroberer oder sonst was. Also ich will euch auch gar nichts vorschreiben, was ihr zu spielen habt. Mein persönlicher Liebling ist immer noch Bandit und... Also Bandit heißt es dann. Also Jagd und... Oh mein Gott, ein lila Gegenstand! Ja, das ist hier bloß das Quest-Item. Leider. So, auf alle Fälle, mein persönlicher Liebling ist immer noch... Gauner und Jagd. Das heißt dann schlussendlich Bandit als Kombination. Ich kann euch noch zeigen, was ich damit meine. Und zwar, wenn ich jetzt hier im Inventar bin, dann sieht man, dass wir hier Hector der Jäger sind. Wenn wir dann uns noch die zweite Meisterschaft ausgewählt haben, können wir gerade noch nicht. Okay, wir sind gerade Stufe 7 anstatt Stufe 8 geworden. Wenn wir Stufe 18 sind, können wir uns die zweite Meisterschaft auswählen und dann hängt es davon ab, was wir als zweite Meisterschaft nehmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich glaube, bei Kriegskunst Jäger, bei dieser Kombination sind wir dann schlechter, bekommen wir den Titel. Bei Gauner bekommen wir halt Bandit und dann gibt es auch noch diverse andere Möglichkeiten. Wenn man Traum und Verteidigung genommen hat, dann hat man sogar den Titel Templer. Habe ich genutzt. Finde ich auch ganz cool, aber ich, wie schon gesagt, ich fühle mich am vertrautesten mit meinem Bogenschützen. Und finde ich auch am angebrachtesten für einen Let's Play. Das ist ja auch das Wichtigste. Ich möchte euch ja auch das Spiel zeigen und mich damit auch gut identifizieren können und euch auch ohne die ganze Zeit rumzufailen das Spiel ein bisschen näher bringen. Die Halskette. Ach, möge die Göttin Hera dich segnen. Wunderbar! Und da haben wir auch eine Essenz wieder mal bekommen. Ja, das goldene Vlies. Naja, was soll ich dazu sagen? Danke, schön. Ja, cool. Gut, ich guck gerade. Ach, okay, das Ding, das bringt uns eigentlich gar nichts. Aber besser als nichts. Gut, damit meine ich bloß plus 10 Stärke, plus 52 Leben, 108 Rüstung, das ist natürlich richtig geil. Minus 5 erforderliche Stärke für alle Waffen, minus 5 erforderliche Stärke für alle Rüstung, dasselbe für Schilde, plus 1 auf alle Fähigkeiten der Kriegskunst, Meisterschaft. Ja, das bringt uns wirklich nicht viel, denn wir haben die Kriegskunst nicht ausgewählt gehabt. Das gibt es auch alternativ, wie bei der Spurenleser-Rüstung, das gibt es auch für Jagdkunst, dass dann die Jagdmeisterschaft weiter verbessert wird oder die Gaunermeisterschaft. Vielleicht finden wir da noch was. Ich hoffe, ich bin guter Dinge, dass wir da was finden werden. Naja, wir werden sehen. Mehr als hoffen bleibt uns ja erstmal nicht. Weiter uns den Weg frei zu schießen. So, Pfeile sind schon so schnell, man sieht sie kaum. Stirb! Stirb! So. Das Lager wäre auch ausgenockt. So.
Also das ist jetzt dreifach. Dreifach, ja, gewesen. Dreifach Monster Max. Mal gucken. Oh, wir sind gleich bei der nächsten Stadt. Sprechen wir mal mit dem Typen hier. Das spartanische Heer. Ja, du findest es an dieser Straße. Sie haben dort ein Kriegslager aufgeschlagen. Okay. Sind wir mal gespannt. Auf das spartanische Heer. Ob wir da Leonidas treffen. Und seine 300 Spartaner. Um gegen die Perser anzutreten. Bin ich gespannt. Ich bin gespannt. So. Hier noch ein paar Vögel abgeschossen. Gut. Das hätten wir. Das hätten wir. Jetzt gehen wir mal hier kurz links noch weiter. Ja, also. Ich kann bloß empfehlen, wenn man Bogenschütze spielt, dass man immer erst die Ränder abgeht und dann immer sich in die Mitte arbeitet. Das ist mit, also ich finde es mit die beste Variante, den zu spielen. Denn dann hat man immer ein schönes Blickfeld, wo man hinzuschießen hat. Und man möchte eigentlich auch mal so gut wie möglich auf Distanz bleiben. So glaube ich doch. Gut, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir hier. Ah, okay. Ich habe hier ein paar Saartüren. Kommt, verschwindet ihr komischen Krähen. Wir gestalten. So. Gleich haben wir's. So, jetzt aber. Jetzt ganz gemächlich die Saartüren ausdünnen. Und weiter. Super. Eine schwere Keule. Okay. So, und dann, glaube ich, wären wir auch schon bei unserem Lager. Aber wir werden jetzt erst noch mal hier kurz runter gehen, der Straße weiter folgen und dann noch die letzten unerkundeten Gebiete säubern von Wildschweinen und anderen Kreaturen. So, jetzt gehen wir hier auf der rechten Seite lang. Ah, Wildschweine. Stirb, stirb, stirb. Ich bin schon gespannt, wie das dann wird mit unserer nächsten Meisterschaft. Ich weiß noch gar nicht, was ich dann gleich skillen werde. Ob ich dann erstmal in der nächsten Meisterschaft skillen werde oder ob ich erstmal jetzt in der Jagdkunst weiter bleibe. Okay, hier ist wieder ein kleiner Friedhof. Ein Friedhof. Bei Skeletten müsst ihr wissen, es bringt nichts, die zu vergiften. Das geht gar nicht. Also da wären wir jetzt schon aufgeschmissen ein bisschen mit unserem Gauner.